Und damit willkommen zurück zu Silent Hill 2. Wir sind der letzten Folge Laura gefolgt, erst in das Theater und dann später hier ins Krankenhaus. Ja, wir haben festgestellt, gibt es ein vorhängiges Schloss. Laura ist in die zweite Etage gegangen. Wir wissen also noch nicht genau, warum sie vor uns wegläuft, wo sie genau oben ist. Übrigens haben wir oben, guck mal, Fragezeichen, Büro des Direktors, genau. Ja, wir werden uns also jetzt langsam mal hier das Krankenhaus ansehen. Ich bin begeistert. Das sind immer Orte der Freude. Das kann auch gut gehen. Aber erstmal wie immer gucken wir erstmal nach, was wir für Wege finden. Ist sowieso was verschlossen. Auch hier fehlen die Gesichter. Schwestern in Ausbildung. Ja, irgendwie fehlen die Gesichter von allen diesen Mitarbeitern hier. So, diesen Weg. Mal nicht angeschaut. Verdorrte Pflanzen wieder. Bisschen Medizin ist immer gut. 19 haben wir jetzt. Wir wissen ja auch, wir stecken öfters mal die Hand in irgendwelche Dinge. Vielleicht nicht so gesund sind. Was ist das? Locker Room. Die Umkleide. Und da kommen wir zu den Inner Yard. Inner Ward. Gar nicht rein. Also es ist sehr viel geführt, weil wir müssen erstmal sozusagen jetzt ja, Richtung 3 gehen. Oberschwester 3 und damit... wird uns sehr, sehr wahrscheinlich gleich eine neue Gegnerart vorgestellt. Ich bin mal gespannt, wie wir mit der umgehen können. Nämlich hier entlang. Zu uns Raum 2. Der Fahrstuhl. Der nicht funktioniert. Elevator. Tür geschlossen lassen. Okay, die Fenster sind zum Einschlagen da. Okay, der ganze Weg führt uns jetzt hier hin, dass wir auf jeden Fall hier was kaputt schlagen. Stand your guard. So. Ich habe es nochmal aufgeschrieben, damit du es dir endlich merkst. Schau dich einfach um, wenn du in der Eingangshalle bist. Denk dran. Western, Ärzte, Bäume. Ah, okay. Das ist also das Passwort. Schwestern, Ärzte, Bäume. Müssen wir also was zählen, heißt das? Okay, wird stark gebaut noch. Das ist also hier Behandlungsraum. In der Eingangshalle gibt es ein paar Bilder. Gucken wir uns die mal an. Bäume sind 4. Also wenn... Sorry. Ärzte waren 2. Immer. Ich habe eigentlich so viel Stifte rumliegen, weil ich so viel Adventures spiele.
Aber in letzter Zeit irgendwie die Stifte sind. Ja. Und Schwestern haben wir 7. You looking for something in these photos? Ja. Suche ich. Und hab's wahrscheinlich auch gefunden. Denn das wäre der Code 724. Nice. Second floor? Basement. Oh, of course. Können wir mal ganz kurz drüber reden? Hier sind noch alle möglichen anderen Schlüssel. Gerade wenn ich jetzt was brauche, sollte ich da nicht alles mitnehmen? Ich meine, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe so viele verschlossene Türen. Ich suche da jeden verfluchten Einzelschlüssel. Dann nehme ich doch jetzt alles mit, oder? Na gut. Wie es ist, alles ab in den Keller. Vielleicht machen wir damit auch. This place feels so empty. Es wird bestimmt noch ganz anders werden. More than the other places we've been. Wir werden diesen Moment zurücksehen, wo wir sagen, ach, das war ja so leer gewesen. So ruhig. Du könntest nämlich auch gerne bleiben, hätte ich nichts gegen. So, wir haben keine Karte, wir kriegen vorne aber eine. So, Technikraum, Pumpraum, Wartungsraum. Wir haben vor uns schon in eingesehen, nochmal so als kleiner Tipp. Gut, naja, gut, gucken wir mal um. Was uns hier so Freudiges erwartet. Ich würde, glaube ich, erstmal unten lang gehen, weil das wird gerade so geführt, weil uns die dort hingeschleust hat. Warum können wir den anderen Weg nicht gehen? Aha. Weil es noch zu ist. Okay, das wird ein Rundweg also. Das ergibt mehr Sinn. Zum Generatorenraum. Wir werden also irgendwie den Generator anschalten. Wir werden irgendwas mit Strom wieder machen. Okay, wir brauchen also Benzin oder irgendwas, Diesel, was auch immer. They're coming. Was? Wo? Ah, hier steht Notfallsachen im Lagerraum. Ganz unten. Rote Subsche. Au. Fünf Schläge auf einmal. Vor Nummer 3 gewesen. Mist, einmal getroffen worden. Hier ist nichts. So. Heizungsraum. Lass mal die Richtung entlang. Oh. Oh Gott. Okay, wir heilen uns mal kurz. Ich bin echt gerade unachtsam. Das ist nicht gut. I think they're gone. For now. Weil das Blöde ist auch, dass mein
meine Lampe auch so gezittert hat. Ja. Das heißt, ich könnte auch ausgehen. Also, da können wir auch was machen. Boah, klar, man hat nämlich angezogen von hier hinten. So, wir gehen trotzdem aber noch mal unten den kompletten Weg lang. Ich will wissen, was in den anderen Räumlichkeiten ist. Da ist nichts. Da ist ein Bild, ich hab's gesehen. Hier könnte man irgendwas schieben, damit man irgendwo entlang kommt. Wir brauchen Bleiche, Waschmittel, Weißwaschmittel, Stärke, weiße Laken. Du benutzt zu viel Bleiche, das ist doch langsam nicht mehr normal. Die Laken werden davon auch nicht weißer. Du musst dich nicht von mir rechtfertigen, hör einfach nur auf. So, warum sollten wir was verschieben? Das heißt, im Nachbarraum gibt es irgendwas Erhöhtes, wo wir durch müssen? Ja, dort oben. Da könnte ein toter Winkel sein. Ah. Mein Gott, die sind aber stark geworden. Ich wollte schon sagen, da ist nichts. Okay, ich würde glaube ich mal vorschlagen, wir nehmen eine Spritze. Ich bin nur auf Medizin gegangen, hat es sofort gemacht. Achso, weil bei Medizin sofort. Ah, okay, ich muss mich daran erinnern. Ich dachte, ich komme jetzt in ein Menü rein, aber ich bin ja hier schon. Ah, okay. War nicht so clever. So. Mann, Mann, Mann. Okay, wir gehen da noch durch, keine Angst. Ich will nur kurz gucken. Hier den Rückweg frei machen. Wieder eine. Ich habe halt nicht nachgeladen. Mann, Mann, Mann. Ich finde die halt ein bisschen mehr aus. Ich hatte im Gefühl, immer drei Schuss war gewesen vor. Jetzt wären die Viecher stärker. Ah! Oh Gott! Oh Gott! Weg, weg, weg! Weg, weg! Habe ich dich nicht gerade erledigt? Okay, das war das erste Mal, dass ein Vieh wieder aufstand. Weil ich nicht richtig aufgegeben habe beim... Okay, ich sollte wieder mehr drauf treten. Mehr rummatschen im Zweifelsfall. Okay, wir gehen jetzt noch hier durch. Gut. Wir ziehen das rüber. Einfach, wenn wir es können. Maria, steh mal bitte nicht im Weg. Danke. Na, ein Glück, dass wir das nicht drehen müssen und da wir so breite Türen haben. Spritze, die wir verloren haben. Da können wir Benzin nachfüllen. Ich müsste erst mal dran zuschen, dass da Unterdruck entsteht, dass sowas kommt.
Okay, irgendwo ist ein Vieh. 1932 ist das Krankenhaus. Pistolenmunition. Nachgeladen Hammer. So, wir sind jetzt hier. Wir gehen also nach links und dann nach oben. Werden aber davor irgendwas treffen. James? Wo? Oh. Ich sehe es noch nicht. Da. Dran. Lieber zwei mehr nachdenken. Okay. Da ist noch eine. Ja, ich her. Ich habe uns alles gesäubert. Bleib auf dem. Oh. Gewalt gegen Marionetten. Also hier rumgehen und dann runter zu. Ich höre schon jemand stehen. Es knackt. Okay. Nicht so übergriffig sein. Bleib mal schön bei dir mit deinen Beinen. Da kommt. Da ist was. Auf dem Boden. Und eins zurück. Und weg. Das ist das Explosionsteil. Bodybags, wie sie heißen. Okay. Dann rein in den. Doch gut. Da steht ein Aufzug. Ja. Erstmal die erste Etage. Hat sich da irgendwas geändert? Preisfrage ist die Untersuchungsräume jetzt in die Richtung. Frei sind? Nee. Jetzt hat es markiert, gut. Okay, na dann können wir erstmal. Kann ich bitte. Achso, eine Krücke, ich würde schon sagen, ist eine Heckenschere. Dann müssen wir in die zweite Etage. Aber wartet mal, warum gibt es eine dritte Etage? Achso, das ist. Spezialräume, oder? Da führt nicht mal ein. Doch, da ist ein Aufzug, aber der Aufzug, da ist keine Tür dabei, also wahrscheinlich geht's nicht mehr. Aber das ist irgendwie seltsam, oder? Sollte da nicht trotzdem eine 3 möglich sein? Ich meine, wenn ein Aufzug potenziell eine dritte Etage geht und sogar eingetragen ist, warum soll denn gerade dorthin alles per Fuß erledigt werden? Na gut, dann lasst uns mal in die dritte gehen. In die zweite. Offenes Fenster. Es gibt noch einen Ausweg und es gibt Grün.
Lemuria? Alles gut mit dir? Maria? Hey. You okay? I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Von dem Biss. Oh Gott, Medikamente. Alkohol. Maybe you should rest. Hier die Krankenhaus voller Monster. Gute Idee. Okay. Ohne Hilfe. Da, wo überall Schütt rumliegt und Spritzen und alles Mögliche. Auch nur durch seltsame Mathe. So comfy. Die Medikamente. I'm gonna go look for Laura. I'll be back as soon as I can. Wir sollten dazu noch vorbeigucken. Bitte nicht komplett die Kamera wechseln, ich glaube, das ist schlecht. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. Get back soon, okay? Darf ich hier rein? Sorry, I just need a moment. I'm all right. I'm just tired. Machst du mir etwa gerade Platz oder was? Eieiei. Naja, sie hat zumindest Toilette und alles hier. Trotzdem hätte ich Angst um sie. Gut, na dann müssen wir mal gucken, wo es lang geht. In diesem wunderschönen Gebäude. Okay, da kommen wir potenziell durch. Was gibt's hier Feines? Take care of what matters most. Leave the rest to us. Palliativmedizinisches Zentrum. Ei, ei. Palliativ. Also schon sterbebegleitend sozusagen. Ah, okay. Wir haben einen Speicherpunkt. Wir haben einen Fahrstuhl. Und wir gucken jetzt einfach mal ganz kurz, was es hier noch so Schönes gibt. Toiletten zum Beispiel. Immer ein wunderschöner Ort. Von Spaß und Freude. Und Munition. So, wo wir jetzt Staircase sind, hier. Die könnten wir jetzt freischalten, da können wir immer den Weg runter wieder nehmen. Übrigens, die hat nicht diesen Riegel vorgeschoben, als sie entlang gelaufen ist. Nur als Info. Weil im Moment ist das die Scherben innen. Das heißt, von draußen ist das reingebrochen. Okay. Wir sind hier lang. Da kommen wir lang. Hier nicht. Der schon wieder rumguckt, ohne sich mal den Rest des Raumes Eieiei, die Blutspuren an der Wand zeugen davon. Der wollte den Schalter treffen. Ich glaube, das ging ein bisschen zu tief. Und da ist ein... Ne, ist ein Schulbein, ist ein Teddybär. Ach, dieses Funzeln immer noch. Der Fernseher ist eingestellt. Okay, wir kommen also hier nicht lang. Es ist ja immer Doctor Office, noch so ein bisschen unser Ziel.
Ich glaube, weil jetzt komme ich auf das Mal vorbei, einfach weil hier das auch gleich neben dem Speicherpunkt ist. Ich denke mal, das ergibt Sinn, dass wir da uns zusammen zum Ansehen. So, wo geht's denn hier lang? Ja. Where is that girl? Hört ihr das? Ach du Scheiße. Und damit haben wir sie. Die Nurses. Mit ihren höhen, hochhackigen Schuhen. Und was hat sie in Bleiröhrchen? Ein volles Magazin, ja. Mir fällt gerade ein, wir hatten bei den Marionetten davor mit diesen Holzschlägen drei Schläge. Jetzt haben wir diese Eisenstange, die potenziell Stahlrot ist, potenziell stärker sein sollte. Wir brauchen mehr Schläge. Bin ich eigentlich gerade falsch? Aber das Geräusch ist ja wirklich widerlich. Okay, zwei Schuss. Wie viel brauchen wir bei der? 4, 5, 6, 7, 8. Neu. Schwester. Deswegen kein Gesicht mehr. Vor allem auch mit Strapsen und allem. Eieiei. Na, das wird ein großer Spaß mit denen. Gut. Dieses schwere Atmen. So, wir sind hier im Lager. Wir haben einen Tastencode. Der Code wurde auf die Zahlen zurückgesetzt, die wir gestern im Aufenthaltszimmer der Ärzte besprochen haben. Wie gesagt, hört bitte auf, euch die Codes auf kleinen Zettel zu schreiben. Bitte geht verantwortungsvoll um. Kann ich nur so begrüßen. So, das ist hier. Tastenfeld. Das Schwesternzimmer sozusagen. Dieser Aufzug ist die Hölle. Hier kehrt man in ein weiteres. Nein, kommt man nicht. In ein Treppenhaus. So, ich würde wenigstens noch hier in die Runde mal kurz gehen. L2 ist verschlossen. Willkommen hier, Toilette und Wäscherei. Büro ist direkt vor uns, aber ich denke, uns wird irgendwas davor noch spaßen. Mehr Schrotflintenmuni, deshalb bedeutet, werden die Schrotflinten auch bald bekommen. Eine Schreibmaschine würde bei Resident Evil heißen. Ich kann hier irgendwie speichern. So, jetzt gucken wir erstmal um. Wo ist hier was? Also zumindest bei den Nurses kriegen wir so einen Clou, wenn die rumlaufen. Okay, hier kommen wir rein. Bestimmt den. Okay, irgendwo ist hier jemand. Hier ist nichts. Ein Auge.
Patientengespräch, Abschrift, Anmerkung. Das folgende Interview wurde mit als Reaktion auf den Vorfall 071 geführt. Ich weiß noch, dass ich im Wasser lag, schön leer, und dann spürte ich ihn. Spürte, wie er mich anstarrte, spürte, wie er es wuchs. Ich wusste raus, musste fliehen. Aber er verfolgte mich, starrte mich weiter an, ich musste es rauslassen. Jetzt bin ich wieder leer, schön leer. Können wir wieder zum Schwimmbad? Also ist hier der Hinweis Schwimmbad, nehme ich an. Ja, ist da etwas? In den Augen? So, dann haben wir hier bei den Duschen. Hingekaut, hä? War doch ein bisschen zu kalt gewesen. Das Wasser. So, noch hier irgendwas Schönes? Munition. Okay, hier ist irgendwas drin. Frage nur wo. Da um die Ecke ist einer. Ich vermute mal bestimmt noch hinter mir einer. Wir werden erstmal die erledigen. So, eine Tür mit Spinnweben. Wo ist noch eine? Da. Ein Krabbler. Da kommst du ja nicht raus. Goldblase. Keine Explosion. Jetzt schlage ich den richtigen. Den Raum jetzt mal angucken. Damit haben wir den. Das sind wir bei Maria, können wir dann mal wieder vorbeigucken. Ich bin angeschlagen, ich sollte was Kleines nehmen. Das war echt dumm, getroffen zu werden. Und hier, was ist das? Ja, das Bild. Okay, dann haben wir noch eine Abkürzung freigeschaltet, auf jeden Fall. Ja. Ich würde sagen, ich gehe jetzt speichern und das nächste Mal sehen wir uns beim Büro des Direktors. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss. Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here?